So, hallo. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, Part 102. Ich bin schon wieder in dem Modus, dass ich eigentlich einfach schlafen sollte, weil ich ja die Augen schon wieder ziemlich überanstrengt habe heute. Aber ich will jetzt trotzdem noch eine Folge aufnehmen. Sollte ich also Dinge übersehen, wisst ihr Bescheid. Ne? Da haben wir schon mal einen fantastischen Sacrifice Room, den wir definitiv gut benutzen werden. Ich wollte gerade sagen, denn gleich liegt hier die erste Münze. Leider waren das die falschen 50%. Hier liegt jetzt leider noch keine Münze. Ach komm schon, wieder die falschen 50%. Das ist ja frech. Die spannende Frage wird also sein, kriegen wir überhaupt eine einzige Münze für den Sacrifice Room? Ach komm schon, wir kriegen keine Münze für den Sacrifice Room. Oh, ist das frech. Jetzt vielleicht... Ah nein, das war falsch, aber ich hätte sie nicht mehr... Wow, das ist jetzt schon der dritte Raum mit 50%. 50% hintereinander, das schon... Also dreimal 50% hintereinander. Und die ist eingesperrt, natürlich. Ich meine, da komme ich ran, aber boah, ist das frech. Naja, vielleicht haben wir Glück. Und der Sacrifice Room setzt die Wahrscheinlichkeiten... Oh mein Gott! Setzt die Wahrscheinlichkeiten ein, mit denen ich sowieso Dings bekomme. Aber jetzt habe ich ja das Problem. Ja, ist doch kacke, jetzt muss ich die jetzt schon einsammeln. Wow. Es ist ja alles Müll. Ja, okay. Komm, wir starten neu. Das ist dumm. Nee, wobei, wir gehen kurz hier rein und gucken, was hier drin ist. Effektiv nichts, ne? Ja, cool. Was habe ich jetzt davon? Ich habe jetzt eine Münze mehr, eine Münze mehr als am Anfang. Na gut. Vielleicht finden wir einen Curse Room. Ach, einen Sacrifice Room. Finde ich jetzt eine Münze rum. Aber bisher bin ich nicht überzeugt von der Ebene. Hä, das war schon die ganze... Das war einfach schon die ganze Ebene. Wow. Na gut. Was hast du denn Hübsches für mich? Ich meine, bisher ist daran jetzt nichts, wo man sagen kann, es war irgendwas dumm. So, gerade eben hat mich geärgert, deswegen habe ich das halt resettet, dass ich einfach einen Sacrifice rum habe und kriege keine Münzen. Also vor allem, weil halt mehrmals hintereinander meine 50% Chance nicht losging. Das ist dann schon leicht frustrierend so. Doch gut jetzt. So. Ich hoffe, ich sammle die jetzt ein noch, übrigens. Ich weiß zumindest, wie ich sicher gehe, die einzusammeln. Indem ich kurz rausgehe und reingehe und dann... Ich glaube aber, ich hätte sie eh eingesammelt, aber sicher ist sicher. Okay. War da ein 7-Münzen-Item im Shop? Nee, ne?
Doch, aber das ist diese dumme Heizung, die braucht kein Mensch. Gut, dann weiter. Ab jetzt könnte es wieder Planetarien geben. Das war nicht so klug. Ach so. Ja. Jo! Ich habe ganz vergessen zu reden. Was wollte ich? Was war das denn gerade für... Also jetzt war ich gerade komplett Brain AFK mal wieder. Oha. Ja, nice. Hier, jetzt geht alles in die Luft. Oh, ein Mist. Die hätte ich aber... Alles ist hier, alles ist hier, alles ist hier. Ich habe noch gar nicht den Raum geschafft. Alles ist hier, was das Herz begehrt. Und wir haben sogar schon ein Twinket. So, Ring of Tears. Schöne Sache. Nicht jetzt das beste Planetarium-Item, aber voll okay. Voll okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob... Was ist passiert? Oh! Die Ring of Tears haben die Fässer gesprengt, ne? Huch! Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Dass man damit nicht in den Fass reinrennt. Ja, lul! Das stimmt. Ein Raum, wo Fässer drin sind, die sofort explodieren, ist ja ein Instant-Kill mit dem Ring of Tears. Aber ist an sich ein cooles Item. Nicht falsch verstehen. Aber ja, das ist richtig. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten... Ansonsten ist das nämlich cool. Vor allem, weil wir ja eh schon durch Keeper einen recht hohen Damage haben. Hat das schon seine Vorteile, sag ich mal. Weil dadurch der Ring of Tears nämlich schon ziemlich stark unterwegs ist. Ja, und Kills Heal funktioniert. Ich schätze mal, dass das schon auch Münzen heilen würde. Haben wir jetzt natürlich nicht testen können, weil ich ja voll war, aber ich denke schon, dass das auch so funktioniert. So, wir gucken erstmal noch den Raum, den Rest, den Rest der Ebene an. Wir werden vor allem auch mal den Shop besuchen. Die falsche Taste gedrückt, alles gut, nichts passiert. Ich denke nämlich schon, dass dieser Ring dann recht gut so manche Räume einfach aufräumen wird. Da ist dann nämlich auch schon mein Shoppy. Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwelche Bomben übersehe, oder Bomben, dann bitte nicht wundern. Oh, das Kartending. Will ich das? Würde schon fast sagen, ja... Ach, das ist... Ich hasse alles. Ich hab's verwechselt. Ja, ich hab's verwechselt. Es tut mir leid. Ihr wisst, was ich gedacht habe, was es ist.
Ich dachte, es ist... Ach, Scheißendreck. Ah, das war wieder dumm. Mann. Ich dachte, es ist, dass ich mehr Karten tragen kann. War es obviously nicht. Ah. Warum bin ich so? Möglich ist alles. Shit. Ja, dann ist er da oben drüber. Ja, dann ist er hier drüber. Kann ich nicht ändern. Aber vor allem jetzt krieg... Nein, jetzt krieg ich einen Satan-Deal und hab kein Geld mehr. Ne, da gehe ich gar nicht rein. Da gehe ich gar nicht erst rein diesmal. Nee. Nee, da gehe ich jetzt dann nämlich echt... Ah, oh mein Gott. Wisst ihr, dass ich sowas hasse? Ich hasse es abgrundtief, wenn sowas passiert. Oh mein Gott, hasse ich das. Oh mein Gott, ey. Wir hatten das verdammte Planetarium. Cool. Jetzt Blast vielen ist auch richtig großartig. Aber ist natürlich in Ordnung. Boah, aber ich könnte mich gerade schon wieder ärgern, ne? Also, uff. Das war gerade wieder richtiger Mist ein. Oha. Das nehmen wir aber sowas von mit. Hier ist nichts brauchbar. Schade, leider auch keine Münze. Auch keine Münze für mich. Hier geht's auch nicht weiter. So. Nein! Gehst du weg! Gib mir schnell eine Münze, bitte. Wow! Wow! Danke! Genau, die habe ich gebraucht. Okay, da liegen ein paar mehr jetzt rum. Jetzt fühle ich mich schon sicherer. Eieieiei. Ja, schießen kannst du. Schieß mehr. Das kannst du auch machen. Aber komm nicht zu mir angeschossen. Ich hasse das. Alles in Ordnung, was du machst. Alles okay. Das ist nicht okay. Mach dich weg. Gib mir ein HP ab. Können wir uns auf ein HP ab einigen? Das ist kein HP ab. Okay, aber wir haben wieder ein paar Münzen für Dinge. Ach Mann, der Nickel hat auch keinen Bock gerade, echt. Also gut, müssen wir mal wieder runterlaufen. Eins... Aber wir dürfen natürlich jetzt alles probieren, was wir können. Das ist ganz klar. Ja, ist ja gut. Das nächste ist der Deal. Also das nächste ist der Port in den Deal, wenn er kommt. Kann ich in der ersten Ebene überhaupt schon geportet werden? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber selbst wenn ich nicht geportet werden kann, kann ja trotzdem... Ja, eine Kiste auftauchen. Okay.
Dann nehmen wir lieber ihn mit. Und das nächste könnte jetzt das Engel-Item sein. Also ich muss jetzt an irgendwer noch eine Münze rankommen. Okay, die Vermutung liegt nahe, dass hier was ist. Okay, wisst ihr, was wir dann machen? Sprengen wir ihn hier. Dann kriege ich auf jeden Fall noch eine Münze für einen Versuch, das Engel-Item mir zu holen. Ich weiß, es gibt viele schlechte Engel-Items für Keeper. Mit Glück... Ah, ja, das war jetzt nicht so die beste Ebene, aber wir gucken mal, was draus wird. Ich meine, der Lucky Poop-Dings gefällt mir schon mal. Der gefällt mir schon mal ganz gut. Weil da werde ich jetzt oft Münzen bekommen, so wie hier gerade. Ach ja. Ach Mensch, toll. Freue ich mich, wie das funktioniert hier wieder. Ach super. Cool. Wow, ich habe jetzt schon wieder dreimal hintereinander oder so keine Münze bekommen. Was sind das für 50%, Alter? Okay, mit Glück. Ich meine, ich komme eher an die Bombe ran. Von daher kann ich sie auch da, okay. Entweder sie war zu weit weg. Nein, ich wollte es aber ein bisschen nicht. Ich wollte halt, naja. Oder da ist halt nichts. Schon wieder nicht! Wenn er droppt Münzen. Oder er S wegen das vor. Oh mein Gott. Ja. Cool. Bruder, was mache ich für einen Müll hier wieder? Okay, das ist noch nicht so optimal hier gelaufen. Nein, jetzt habe ich die gelegt und habe nicht gesehen, dass hier nichts ist. Scheißdreck. Ich will das doch nicht verschwenden, Mann. Okay, wir kriegen noch eine Aufladung. Perfekt. So. Naja, perfekt ist was anderes, aber... Das, wenn man irgendwas aufmacht und dann ist einfach nur Müll drin. Oha. Ah, jetzt mal ein Abflug, wie wär's damit, ha? Tschüss. Ja, leider zu wenig Geld. Für einen brauchbaren Deal, aber schön viele Bomben. Und den Stick können wir jetzt hier liegen lassen. Das ist doch schon mal was.
Jetzt haben wir auch recht viele Bomben, sodass wir natürlich hier den Geheimraum noch mitnehmen können. Und ich probiere einfach... Das ist jetzt Quatsch. Das wäre jetzt Blödsinn. Da eine Bombe wegen einem Raum ist auch schon... Marren. Okay, die Frage ist jetzt halt, schaffe ich es, sowohl den blauen Stein zu erwischen, als auch den Geheimraum? Nein. Oha. Aber das ist die, ich wollte gerade sagen. Das setzt ein... War das nicht der Port in den Errorraum? Aber wenn ich den jetzt einsetze, ist mein Nickel weg, richtig? Nö, nicht richtig. Ich dachte, das war der Port in den Errorraum, wenn ich die Blank Rune... Hier habe ich irgendwas verwechselt jetzt. Ach, ist ja auch egal. Jetzt sehe ich noch den anderen Geheimraum zumindest. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Ha. Jetzt wird's wieder. Oh man. Oh man. Lass mich das kurz nachlesen. Ich meine aber, das war ein geiles Trinket, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es keepertechnisch ein cooles Trinket ist. Lasst mich den Kollegen ganz kurz nachlesen. Bin ich doof? Ach, da. Every time you kill an enemy, you get an invisible shield. Ja, ja. Nee, das ist mir fast lieber. Das ist mir halt wirklich fast lieber. Auch wenn ich den Poop-Dings echt gut finde. Aber das ist halt... ist halt ein Schild. Na? Und ein Schild ist halt ein Schild. Da ändert sich auch nichts dran, wenn ich es öfter sage. Und der Schild kann halt gut sein. Und schlecht. Aber insgesamt müsste er gut sein. Gerade wenn man mehrere Gegner besiegt. So, vor allem so Gegner, die halt so explodieren... Da muss man halt überhaupt keine Angst mehr haben, dass die einen treffen. Das ist dann schon ziemlich gut. Oha. Jetzt, wenn wir jetzt hier auf der Ebene einen Sacrifice rumfinden, ist schon mal cool. Das wäre schon mal super cool. Das meine ich. Der hätte mir eigentlich böse wehgetan, aber durch den Schild juckt mich das nicht, wenn dem sein Zeug mich trifft. Das ist eigentlich schon cool. War ein bisschen zu bald getroffen. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn schon wieder? Im Prinzip haben wir die Ebene jetzt schon abgelaufen. Wir müssen jetzt halt noch gucken, ob wir vielleicht ein Planetarium finden. Und dann das ganze Geld mitnehmen, natürlich.
Oha! Komm, gib mir ein HP ab. Kannst du an mir? Weiß ich gar nicht. Man kann mir eine Pille geben. That's it! That's it! That's it! That's it! Das ist mein HP-Up! Ich bin voll zufrieden! Das ist genau, was wir gebraucht haben! Das und nichts anderes! Das ist der Game-Changer! Jetzt kann ich mich in Dingsräume wagen und so weiter und so fort. Ups. Muss halt noch gut spielen können. Kommt noch dazu. Wir arbeiten dran am Gutspielen. Was ist das denn? Ach, scheiße. Geh mir nicht auf den Keks. Ach man, wieso droppst du denn nichts? Ja, wie soll ich denn so treffen? Wie soll ich denn... Wow! Der war knapp. So. Das war das. Kein Planetarium. Ach, und ich habe wieder Kacke gemacht. Ist egal. Okay. Kann man mitnehmen. Na gut, es könnten Münzen sein. Ja. Insgesamt sollte es den Raum schon wert sein. Ja, nice. Weil ich jetzt halt am Überlegen bin. Ob wir mit dem Bettler spielen sollen. Ich meine, er könnte ein HP abdroppen und dann nützt mir das nichts, ne? Was kann der Bettler noch so droppen? Kartenkram kann er droppen. Ja, wir gucken mal in den Shop. Okay, der Batterie-Dude. Kompass. Kompass ist natürlich eine Sache, ne? Kriegen wir Kompass zusammen? Wir haben jetzt jeden Raum gesehen. Also kann ich jetzt auch das Geld zusammensammeln. Wenn wir 15 zusammenkriegen, würde ich den Kompass kaufen. Ist das eine Fehlentscheidung? Weiß es nicht. Lass mich mal raumtechnisch gucken. Von hier aus würde es gehen. Von hier aus würde es gehen. Hier spricht auch nichts dagegen. Und wir haben den Kompass. Gut, es spricht nichts dagegen. Gibt es andere Räume, die passend wären? Eigentlich ist echt das am passendsten. Muss man wirklich so sagen. Das hier ist am passendsten.
Ja, okay. Wer nicht will, der hat schon. Vielleicht wäre es von oben nicht gegangen. Scheiße. Tatsächlich. Ups. Na gut. Na gut, dann war das vielleicht ein bisschen dumm. Ach komm. Ich dachte, da kommt noch was Schönes raus bei. Kam nichts Schönes raus. Okay, wir haben Geld verschwendet. Es ist halt so. Geld verschwendet nicht, aber... Ja, wir müssen noch ein bisschen an unserem Damage arbeiten. Also unser Damage ist noch nicht so geil, wie er sein könnte. Wir hatten da die letzten Male... Nein! Wir hatten die letzten Male deutlich schöneres Damage. Muss ich gestehen. Schön ist das durch die Fliegen. Ah, nee! So einen schönen Schild kriege ich jetzt jedes Mal, aber... Oh, wenn ich jetzt wieder in diese grüne Plörre reinlaufe und wir genauso draufgehen wie das letzte Mal. Das wäre so bitter. Das wäre so bitter, wenn wir genauso sterben wie im letzten Part. Das war genau bei ihm und ich bin in diese grüne Plörre reingelaufen. Genau das war der Grund, warum ich draufgegangen bin. Okay. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin absolut nicht zufrieden mit meiner Kampfleistung hier. Das war kacke. Das war richtig kacke. Na gut. Na gut. Wir haben unser HP abbekommen in der Ebene. Wir haben in der Ebene unser HP abbekommen. Das ist doch okay. Scheinbar kein Planetarium, falls es angezeigt werden würde. Das ist halt das, was ich nicht hundertprozentig weiß. Ob der Kompass das Planetar... Oh mein Gott! Nein! Ob der Kompass das Planetarium anzeigen würde, weiß ich halt nicht. Das ist das Ding. Ich gehe an sich schon davon aus... Aber ich habe es noch nie gesehen, ob oder ob nicht. Deswegen kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Deswegen müssen wir... Oh mein Gott, das war dumm. Deswegen müssen wir... trotzdem alles ablaufen. Ich überlege gerade. Ihr könnt mal da unten gesprengt werden. Hier unten, hier unten. Okay, dann ist da nichts. Müsste der Raum hier nicht sogar geldtechnisch mir was bringen, wenn ich es jetzt schaffe, hier was in der Mitte zu droppen? Ah, okay, hat wieder nichts gedroppt. Aber wenn ich es da schaffe, eine Münze zu droppen in der Mitte, dann müsste der Raum eigentlich okay sein. Wir probieren es nochmal. So. Weil ich kriege hier die eine Münze zurück. Ha! Und ich kann sogar da durchlaufen, ohne dass es mir Schaden nimmt. Ich bin schnell genug. Ah, nice. Sehr cool. Ach, Mann. Warum bin ich so?
Sobald er wieder aufgeladen ist, gehen wir in den Stachelraum. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt aber auch er. Dann gehen wir vielleicht nicht in den Stachelraum. Da muss ich jetzt überlegen, wie ich den einsetze. Doch, wir gehen in den Stachelraum. Okay, ich krieg schon mal nichts. Wenn jetzt hier Blödsinn rauskommt, na gut. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Energie jetzt wieder sammle. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir genug Sachen noch rumliegen lassen. Für den Herzbettler. Der jetzt ein Münzenbettler ist. Aber nur Herzmünzenbettler. Oder so. Okay. Potenziell könnte hier was sein. Treffer. Gut. Und vor allem ist da auch was Schönes. Okay, da ist jetzt auch noch mal eine Münze. Für den Herzbettler besonders gut. Wir wollen hier sowieso den Typ sprengen. Dann können wir auch da hochgehen. Okay, wir nähern uns dem Bossfight. Bitte treff mich nicht. Ich würde gerne die Münze behalten auf dem Boden. Sehr schön. The Fool, auch nett. Wäre eine Chance wieder für einen Linksraum, aber hm. Okay, nice, noch eine Münze. Ich denke, wir können jetzt uns auf jeden Fall guten Gewissens mit dem Herzbettler rumschlagen. Noch eine Münze. Da würde ich jetzt tatsächlich gar nicht in den Shop gehen, sondern erst den Herzbettler besuchen. Und wenn der uns vielleicht gute Dienste erwiesen hat, dann können wir immer noch überlegen, ob der Shop sinnvoll ist oder nicht. Nice, noch eine Münze. Wir haben schon gute Chancen, dass der jetzt mir was bringt. Wir haben schon echt gute Chancen, dass der jetzt was bringt. Nice. Ja, okay. Weniger Lava, weniger interessant. So. Gut, wir haben alles gesehen zum Herzbettler und dann gucken wir, wie viele Münzen übrig sind und dann können wir uns überlegen, ob der Shop ein Besuch wert ist oder nicht. So, eins, zwei, natürlich noch nix. Drei, natürlich noch nix. Ja, jetzt können wir auch erstmal zwei sammeln. So. Muss halt immer wieder hier runterlaufen. Das hilft halt nichts. Ich kann mich halt nicht immer hin und her teleportieren. Hier. Da haut er eine Karte raus. The World. 5. Nix. Haben wir jetzt nur noch große Münzen übrig? Ah, da ist noch eine einzelne. Allzu viele haben wir dann gar nicht mehr an Aufladungen. Natürlich doof.
Ach, shit, ey. Er will mich wieder ärgern. Merkt das schon. Wir müssen jetzt fast erstmal kämpfen, ne? Ja, wir gehen erstmal in den Kampf. Okay, hier liegt jetzt auch nochmal eine Münze rum. Mit Glück. Ach, leck mich doch am Arsch. Yo! Ich habe keine Ahnung, warum das mich nicht getroffen hat, aber mir soll es recht sein. Das soll mir nicht recht sein. Ich werde gleich in irgend so eine Scheißspinne reinspringen. Warum sage ich es denn überhaupt? Ah, ich hätte gern gewusst, ob der Erzbettler noch was für mich hat oder nicht. Wir werden es nicht rausfinden. Oh nee, der hat mir nichts gegeben. Wenn da jetzt kein Port dabei ist. Oder wir uns rausbomben können. Lol. Also maximal kann ich mich hier rausbomben, wenn ich Glück habe. Einfach zu viel Glück als Verstand, echt. Okay. Die Tour of Diamonds behalten wir natürlich jetzt erstmal eine Weile. Das kann ich nicht einsetzen. Aus offensichtlichen Gründen. So, okay, hier war nichts weiter mehr drin. Ne? Ich konnte es eh bomben, weil da die Bombe war. Deswegen habe ich nichts verloren dadurch. Wo ihr euch denkt, was macht der denn da schon wieder für einen Blödsinn? Hatte alles seinen Sinn. BFF wäre natürlich cool zu kaufen, wenn man nicht weiß, was man später bekommt. Aber gut. Aha. Sind wir schon durch? So schnell geht's. Das ist frech. Kein Geld. Mein schönes drittes HP ist natürlich jetzt, also drittes Herz ist natürlich jetzt erstmal wieder weg. Nee, er macht schon wieder los. Coin. 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 Oh Gott. Nee. Okay, keine Coins für mich. Entweder ich schaffe den Kampf oder ich schaffe ihn nicht. Jetzt zieht er schon wieder los. Jo, das ist auch ganz nett.
Road Rage, immer gern gesehenes Item. Immer gern gesehenes Item, vor allem weil es mir einen zukünftigen Smallrock auch versüßt. So ein bisschen. Der könnte nämlich hier sein. Schade, aber einen Schlüssel nehme ich auch mit. Okay, haben wir alles. Wir haben alles. Diamonds, wie gesagt, nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal, was uns dieser Run noch so bringt. Es bleibt halt dabei, man stirbt mit Keeper verdammt schnell. Das ist das Kritische. Okay, cool. Ein Sacrifice-Room wäre in der Ebene jetzt wirklich eine nice Sache. Da ist er. Da ist er. Wir haben einen Sacrifice-Room in der Ebene. Da ist er. Schade. War gerade irgendwie darauf eingestellt, dass ich ein Schild kriege, wenn ich die kaputt mache. Ist nicht mehr. Haben wir uns schon verbaut, den Schild. Oh, nice. Sehr nice. Okay, leider kein Planetarium. Oh, ist das mein Ernst? Hilfe. Schnell, schnell sammeln. Zum Glück liegen genug Münzen rum. Trotzdem ärgerlich für jede Münze, die ich extra einsetzen muss. Oh ne, wir sind noch gar nicht durch. Es könnte immer noch ein Planetarium kommen. Wir sind noch gar nicht durch. Da ist kein Planetarium. Okay. Jetzt sind wir durch. Geh mir nicht auf den Keks. Mein Gott, echt. So, okay. Jetzt ist Sacrifice. Ah, nein. Oh, dumm. Dummer Conan sammelt Dinge wieder ein. So, okay, los geht's. Okay, die erste kommt von selbst wieder. Zwei, da kommt keine. Aber wir haben hier oben zum Glück einen Raum mit sehr vielen Münzen. Da können wir erstmal wieder uns hier, erstmal uns immer hier schön bedienen. 3. Dann Numero 4. Numero 5. 6. Das wäre der Port übrigens gewesen. Jetzt könnte das Engel-Item kommen oder fliegen. Gut. Das war's. Okay, haben wir alles gesehen, haben wir alles gemacht. Dann gibt's jetzt einen Satan-Deal zu 100%. Dann werde ich jetzt nicht in den Shop gehen, sondern schön das Geld für den Satan-Deal aufheben, zumal wir die Tour of Diamonds haben. Doch, ich werde in den Shop gucken. Falls da ein Item drin ist, was ich unbedingt haben möchte, kann ich es mir ja trotzdem holen. Aber erst noch Geheimraum. Denkbar wäre hier.
Ja, das bleibt auch hier denkbar. Ist da unten auch denkbar? Ja, es bleibt bei zwei Möglichkeiten. Ich sag hier. Cool. Das ist meine HP-Pille. Mark my words. Lemon Party. Na fast. War doch fast das gleiche, was wollt ihr denn? Okay. So, was haben wir jetzt hier? Die Bibel. Nope. Aber ich denke, das ist schon für den Penny ganz cool. Ja, wenn der sich mehrfach aufladen kann, kann man den auch mehrfach einsetzen, nämlich. Dann habe ich nämlich zwei Aufladungen pro Raum zur Möglichkeit. Ich denke schon, dass das ganz sinnig ist. Jetzt sprengen wir mal den Kollegen vorher. Vielleicht gibt es ja noch... Ja! Vielleicht gibt es noch mal mehr Geld und dann kann man nämlich hier auch die Two of Diamonds sinnvoll vorher einsetzen. Okay. So. Dann drückt mir mal die Däumchen, dass wir hier schöne Ergebnisse gleich erzielen werden. Okay, wir haben schon mal eine Sicherheitsmünze. Und es ist eigentlich ein einfacher Boss. Haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass der eigentlich einfach ist. Also, was heißt vorhin schon öfter heute haben wir das festgestellt. Also nicht heute, aber grundsätzlich haben wir das schon öfter festgestellt. Ich darf nur nicht die Münze versehentlich vorher einsammeln, das wäre dumm. Okay, jetzt sollte ich sie einsammeln. So. Da ist ein 8-Ball. Da ist ein Hermit, okay. Und da ist ein Satan-Deal. Mit... mit Müll. Bin ich halt reingelaufen. Zum Glück habe ich nichts... Zum Glück nehme ich nicht gleich das Ding mit, aber... Es ist halt Müll. Na gut. Na gut. Nee, Bibel ist keine Option. Überleg nur gerade, ob jetzt der Stachelraum eine Option ist. Ich habe zwei Aufladungen. Ah ja, ich habe ja Hermit. Stachelraum ist definitiv eine Option geworden. So, damit wir Hermit nicht versehentlich einsetzen, gucken wir erstmal, ob wir so eine Münze kriegen. Oha! Hätte ich Hermit nicht, wäre ich jetzt wahrscheinlich am Arsch. Oh, lol! Okay. Da ich die eh nicht mitnehmen kann, kann ich sie jetzt hier auch einsetzen. So, und Hermit nehmen wir wieder mit. So, sehr schön. Haben wir noch ein paar mehr Münzen generiert, ist in Ordnung. Kann man machen. Und daran sieht man auch, dass das Kaufen der Batterie definitiv eine gute Idee war. Hätte ich Hermit nicht, hätte mich die gerettet, aber ich habe es natürlich nur gemacht, weil ich Hermit hatte. Aber so kann ich Hermit immer noch behalten und es das nächste Mal nochmal machen. Na, das ist jetzt eine schöne Notfallslösung, um aus dem Curse Room wieder rauszukommen. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich gar nicht. Oh Gott, in dem Raum sehe ich mich überhaupt nicht. Vor allem habe ich kein Feuer, in die ich dieses Drecksfing reinschießen kann. Junge, 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 Junge. Das ist immer so ein Raum, der ist ganz kritisch. Okay. Kommt da noch ein Pin oder ist das alles?
Aber es war tatsächlich alles. Ist okay. Und jetzt kann ich nämlich schön immer einmal die Münze schon setzen und habe dann die erste Aufladung genutzt und kann die zweite Aufladung für den Notfall nutzen. Ansonsten bleibt sie aber und ich gehe immer mit zwei Aufladungen in den nächsten Raum rein. Das ist sehr, sehr brauchbar. Das ist sehr, sehr brauchbar so. Weil jetzt habe ich nämlich immer noch eine Aufladung. Falls es nochmal schief geht, kann ich die immer noch probieren. Jupp. Ja, oder ich spawn halt auch einfach nichts mehr. Alter, ich komme nicht ran an die Kacke. Jetzt mal Retalk, wie komme ich denn da an die... Okay, so komme ich ran. Jo, wie weit schießen die? Dieser Raum bereitet mir gerade unironisch Probleme, ne? Ach so, ich treffe den zum ersten Mal, weil er dann klein ist. Ja, okay, jetzt kriege ich aber den. Yes. Und den dahinter kriege ich auch jetzt. So nämlich. Alter. Ich laufe gleich einfach durch. Das muss doch hinhauen. So, jetzt habe ich euch. Mein Gott, habe ich mich angestellt in dem Raum. Also, großes Sorry. War schlecht. Kommt wieder vor. So. Fürchte ich. Okay. Wir haben leider noch keine Münze zum Aufladen. Eieieiei. Das wäre jetzt ein Raum, ne? Ich hätte mich sofort gesprengt mit dem Uranus-Ring. Mit dem Ring um mich rum. Mit dem Ring um mich rum hätte ich mich jetzt einfach instant selbst gesprengt. Genau so ein Raum wäre das jetzt gewesen. So, hier haben wir Shop. Müssen wir auf jeden Fall rein. Scheiße, ich werd sterben. Ich werde sterben. Das sind zu viele. Sag ich doch. Ich kann sowas nicht. Ich kann diese Räume nicht. Oh, wenn ich da nur ein... Das waren zu viele. Wenn ich da nur ein Herz habe, ich komme da nicht klar. Ich komme da einfach nicht klar. Es ist leider so. Es ist leider so. Ich komme da einfach nicht klar. Wir hatten schöne, schöne Momente. Und die Batterie ist definitiv cool für diese Challenge. Für den Charakter ist die Batterie definitiv cool. Können wir uns merken. Die Batterie wird auf jeden Fall wieder gekauft, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber das gerade war halt wieder einfach Kacke. Kann man nicht anders sagen. So, es liegen schön viele Münzen rum. Wenn wir jetzt wieder keinen Sacrifice Room bekommen, ist ärgerlich. Aber ist dann halt so. Da ist er. Let's go! So, jetzt kommt der Port. Aber kann er in dem ersten schon porten? Das glaube ich nämlich irgendwie nicht. Jo! Du hinterhältiges Ding. Aber der Engel-Deal kann kommen. Das Engel-Item kann kommen. Ist ja eh die letzte. Dann kann ich auch jetzt diese große Münze nehmen. Ist egal. Kein Engel-Item für mich. Schade. So,
Hier werden wir nichts sprengen. Wobei, das könnte man sprengen. Top, kriegen wir eben unser Geld wieder. Ist in Ordnung. Jo, die Bombe, alles klar. Definitiv interessant, aber nichts für jetzt Relevantes. Ja, dann können wir jetzt auch schon alles einsammeln und zum Boss gehen, ne? Das war's auch schon. Leider ein sehr schwacher Sacrifice-Room, aber was willst du tun? So ist das Leben. So ist das Leben. Überlege ich gerade, ob ich vom... Oh, da waren wir noch nicht drin. Huch. Oh, cool. Überlege ich gerade, ob ich vom Aussehen der Map her schließen kann. Ja. Ja. Nein. Ich dachte, ich wüsste, wo ein Geheimwort. Ah. Da ist er. There you are. Okay, dann jetzt aber zum Boss. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen, was wir sehen konnten. Oh, Doppelmonstro kann ich ja überhaupt nicht ab. Zum Glück hält er nicht viel aus. Wie man sieht. Tschüss. Happy up. Ja, ja, es wäre ein schönes... Schön, schön Dings, aber naja. Nice. Den nehmen wir doch sofort mit. Okay, weiter im Programm. Ab jetzt wieder Chance auf Planetarien. Oh, Junge. Da ist direkt der nächste Sacrifice rum. Da werden wir uns gleich einmal bedienen. Aber Mann, ich spawn keinen Münzen. Wenn ich keine Münzen spawne, kann ich mich auch nicht bedienen. Ja, jetzt, da ist die erste. Sehr schön. Wenn mich schon mein Nickel enttäuscht, täuscht mich zumindest nicht die Flammen. Weil mit einer Münze anfangen ist halt Schwachsinn. Okay. Ich bin zwar langsam, aber nicht so langsam. Das sollte also hinhauen. Ja, easy. Ace, bitte kein Bad Trip. Jo, das nehme ich doch sofort mit. Da sammle ich auch gleich die Münze hier vor Freude ein. Nichts gespawnt, schade. Ich bin hier ein bisschen in Bedrängnis. Besser. Münzen. Münzen. Schade. Jo, das war knappi. Das war ein bisschen arg knappi. Oh, okay. Das ist jetzt ungünstig. Weil wir keine einzige Bombe... Ah, wir kommen hier rein. Okay. Okay, ich denke, jetzt können wir mal anfangen zu dingsen. Weil wir eine Bombe kriegen wir auf jeden Fall über den Shop. Dann können wir jetzt auch hier loslegen. Weil wir kriegen ja vielleicht schon Münzen auch so. Durch die ersten zwei Opferungen. Ja, da ist die. Okay. Das war doch schon mal in Ordnung. Kriegen wir auch gleich zwei Aufladungen durch diese eine Münze zurück. Sehr schön. Dann sind wir jetzt bei 4.
Ja, und da sind meine anderen Münzen. 5. Und jetzt kommt der Port. Ich nehme schon mal die andere Münze mit. Port. Jetzt gibt's hier aber. Jetzt kommen hier die Items raus, die ich haben will. Und kein anderes Engel-Item mehr. Aber das Sacred Heart ist doch schon mal eine schöne Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte sogar. Feier ich. So. Weiter. Denn es sind ja nicht nur starke Tränen, es sind ja jetzt Homing-Tiers. Das Homing ist ja das Geile. Das Homing ist ja das absolut Geile an der Geschichte. Okay, ich komme eher an die Bombe ran, dann kann ich auch einfach mal sprengen. So, gehen wir gleich in den Shop. Wir gehen gleich in den Shop. Wir gucken mal, was es hier gibt. Hübsches. Nix für mich. Gar nichts. Ne, dann gehen wir auch gleich wieder raus. Da gehen wir auch gleich wieder raus. Da machen wir keine langen Faxen. Ah, gebt euch den Damage und die Homing-Effekte. So will ich das. Genau so. Und wir haben schon unser HP ab. Also, ich bin gerade doch guter Dinge. Mal gucken, wohin das noch so führt. Okay. Ich würde ja sonst von oben sprengen, aber hier unten ist der blaue Stein. Ja. Ja, okay. So, aber jetzt können wir eh gleich wieder alles mitnehmen. Denn wir kommen nicht hier wieder her. Hier kommen wir nicht mehr zurück. Ach, das war der Raum. Ah, jetzt habe ich keine Bomben mehr. Okay, ich könnte natürlich für 5 Münzen eine Bombe kaufen und... Ah, nee, das sind genau 5 Bomben mit 5 Münzen, die ich wieder zurückkriege. Außer... Hier ist ausgeschlossen. Das ist gut. Das ist gut, wenn hier ausgeschlossen ist. Weil hier ist nicht ausgeschlossen. Und da kann auch nichts sein. Dann müsste das eigentlich schon so laufen, dass hier der Geheimraum ist. Versuch mal so zu sprengen, dass die Steine mit kaputt gehen. Ich hoffe, das haut hin. Da ist nicht der Geheimraum. Dann liegt er komisch. Dann liegt er komisch. Na gut. Dann habe ich jetzt 2 Münzen verloren. Ist verkraftbar. Ist verkraftbar. LOL. Alter. Instant. Instant ein. Oh, Tears Up. Ja, sehr geil. So, das ist natürlich der gleiche Engelraum, da waren wir schon drin. Brauchen wir jetzt nicht nochmal reinrennen. Okay. Gut. Dann. Weiter im Programm. Das läuft doch jetzt schon etwas besser als die anderen Versuche. Ne? Curse of the Blind ist natürlich nicht so cool. Weil wir halt jetzt effektiv nicht sehen, was wir da dann einsammeln werden. Aber hey. Ist halt immer riskant, weil es was sein könnte, was mir den One versaut. Aber also die Homing-Tiers sind mit ihm instant ja schon echt eine geile Sache. Also kann man nicht anders sagen.
Da muss ich jetzt auch das 15er-Item... Ah, jetzt sind hier zwei 15er. Ah, Mann. Soll ich auf den Satan-Deal? Der Shop könnte halt... Nee, komm. Riskieren wir jetzt nicht, da hier irgendwas zu kaufen im Shop. Wir gucken mal, was noch so kommt. Ich bin wieder viel zu greedy jetzt unterwegs. Aber wie schön die einfach alles kaputt machen. Wie schön die einfach aufräumen. Aua. Okay, da ist mein riskanter Raum. Weiß nicht, ob ich in den reingehen will. Selbst mit aufgeladenem Nickel ist er halt riskant. Und ich will jetzt eigentlich echt den Run hier nicht riskieren. Nee, ich würde es im Moment würde ich es echt lassen. Bin ich ganz ehrlich, wir haben es eigentlich nicht nötig, den Raum zu betreten. Dann muss man es auch nicht herausfordern. Wenn ich nicht irgendwie so eine Karte zum Rausporten habe, so eine Notfallskarte, ne, dann muss man es echt nicht herausfordern, wäre ich jetzt der Meinung. Okay. So, wir müssen noch gucken, ob wir den Planetarium finden. Scheiße. Yo! Das ist genau, was ich meine, übrigens. Das ist exakt, was ich meine. Sheesh. So. Sacrifice Room. Schon wieder vor allem, ne? Okay, wir haben aber genug, was rumliegt. Okay, hier kommt direkt eine Münze zurück. Noch eine Münze kommt zurück. Eine Münze kommt zurück. Die Aufladung will ich eigentlich aufheben. Aus offensichtlichen Gründen. Da, da, da. Schön. Schön. Okay, das wäre der Port gewesen. Jetzt kommt das Engel-Item. Okay, ist ein Engel-Item. Also das kann jetzt kein schlechtes Item sein. Yo. Yo. Das feiere ich noch mehr als alles andere. Sehr geil. Okay. Ey, ich will... Ich habe vor dem Stachelraum gerade echt Respekt. Ich will da nicht rein. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Soll ich hier... Nee. Wir behalten das Geld. Wir behalten das Geld für bessere Zeiten. Bessere Zeiten, wenn wir Items sehen. Ich muss sowieso gleich noch das Boss-Item auf blind einsammeln. Aber eigentlich ganz ehrlich, was kann am schlimmsten Fall da drin sein? Ein Gegner, den ich sofort erledige. Ich meine, ich bin recht langsam. Wenn da noch eine Trollbombe auftaucht, wird's kritisch. Und dann lädt der Nickel nicht. Nee, wir gehen da nicht rein. Wir gehen da nicht rein. Mm-mm. Ist einer der wenigen Räume, der mich jetzt beenden kann. Gehen wir nicht. Machen wir nicht. Nein. Nein. Wir brauchen noch ein Trinket übrigens. Brauchen noch ein Trinket. Kein Deal, kein Gornix. Speed up. Speed up ist Gutski. Gutski, Speed up, Ski. Okay, weiter im Programm.
Wir brauchen immer noch ein Trinket. Ich habe noch nichts abgelegt. Und wir sind jetzt schon... Ach nee, sind wir noch gar nicht. Oh, da ist dieser Raum. Na gut, wir haben ja zwei Bomben. Aber soll ich... Ich warte erst mal, ob wir goldene Bomben in der Ebene finden. Ich glaube, so goldene Bomben würde ich echt erstmal abwarten. Ja, man weiß ja nie, was alles so kommt. Okay, hier liegt schon mal richtig viel Kohle jetzt auch wieder rum. Was gut ist. Eine Truhe. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Es ist bestimmt nichts Schlimmes. Es sind irgendwelche Socken. Ich tippe jetzt einfach mal Sock ein. Ja. Ein Repentance-Item. Ich habe es noch nie gehabt. Keine Ahnung, was es ist. Ich sammle aber nichts auf Verdacht ein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es was Schlimmes ist. Sieht jetzt nicht nach was Schlimmem aus. Warum sollten Socken schlimm sein? Plus 2 Soul Hearts, plus Speed Up und erlaubt... Oh nein, ja geil! Allows you to walk on harmful floor effects without taking damage. Like Spikes, Creep, etc. Nice! Ich kann damit jetzt über Stacheln laufen. Das ist ja insane. Und es ist ein Speed-Up und es gibt Soul-Hearts. Das ist ja richtig gut. Können wir gleich mal testen. Hui! Und da habe ich jetzt meine Karte. Mit der... Oha! Okay, wir brauchen unbedingt noch einen Schlüssel. Okay, da ist schon der Boss. Da ist mein zweiter Schlüssel. Aber wir laufen erstmal weiter rum. Vielleicht kriegen wir einen goldenen Schlüssel oder sonst was. Na, dann muss ich jetzt nicht alles hier gleich verschwenden. Da ist schon mal der Shop. Sehr nah. Also der Run gefällt mir gerade echt gut. Der Run gefällt mir gerade echt. Wait, wir sind noch im gleichen Partner. Ups, wir sind immer noch in Part 102. Huch. Ja. Ja, das, hoppala. Ich habe gar nicht aufgehört aufzu... Oh ja, ist ein etwas längerer Part, sorry. Das habe ich gar nicht realisiert. Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist okay. Ach Mensch, ich kann jetzt alles... Ich Volltrottel. Ich wollte gerade sagen, ich komme da halt nicht ran. Ich kann ja alles holen. Ich kann ja einfach alles holen, was über Stacheln ist. Ey, das ist so geil. Die Socken sind ja überstark. Übertrieben stark sind die. RL Talk. So, jetzt habe ich genug Bomben für die Sprenggeschichte. Und ich habe genug Schlüssel für die andere Geschichte. Und das war dann schon die Ebene. Okay, cool. Leider nichts mit... goldenen Bomben oder... Wobei wir halt die Geheimräume noch nicht getestet haben. Wo könnte denn... Aber will ich jetzt Bomben verschwenden? Nee, will ich jetzt eigentlich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Was ist, wenn ich eigentlich mit ihm schlafen gehe? Nix, ne? Der kann gar nicht schlafen gehen. So, die Frage ist, was kriegen wir hier? Nice. Aber nicht wieder einen, der komische Sachen macht. Oh, geil. Ein Trinket. Auch noch ein gutes Trinket, hatten wir ja gerade eben schon, ne? Cooles Trinket ist das. Definitiv. Definitiv ein gutes Trinket.
Ja, da werden wir uns jetzt nicht reinsprengen. Das ist schon alt. Da liegt aber noch hier eine Münze. Die nehmen wir gleich mal mit. Weil ich denke, jetzt kann ich die Münzen auch einsammeln, oder? Jetzt haben wir ja alles gemacht. Ja. Wir müssen in den Shop noch rein. Gehen wir gleich mal in den Shop. Das ist jetzt aber dieses Ding, dass ich mehr Karten tragen kann, oder? Jetzt gucke ich nach, bevor ich Blödsinn mache. Card. Card Reading. At the beginning of all future floors, two portals will appear that can take you to either the boss room, item room or secret room. Das ist was ganz was anderes. Was ist das denn? Zwei Portale tauchen auf, die dich entweder zum Bossraum, rotes Portal, Itemraum, gelbes Portal oder Geheimraum, blaues Portal bringen können. Nach Kapitel 3 taucht nur noch ein Portal auf. Ach so. Portals verschwinden, wenn du den Raum verlässt. Okay, also wenn der blaues auftaucht, gehe ich rein, ansonsten gehe ich praktisch nicht rein. Gut, habe ich verstanden. Ja, dann kaufen wir das doch auf jeden Fall. Sehe nicht, was da dagegen spricht. Gut. Dann haben wir das gekauft. Dann liegt hier jetzt noch überall Kram rum. Ah, da komme ich nicht ran. Die sind in der Luft. Ich komme an viel ran, aber durch die Luft fliegen kann ich noch nicht. Ach, siehst du, ich hätte mich in Hermit natürlich wieder rein. Aber ich will eigentlich die Hermit-Karte ja behalten, falls mal einer der anderen Räume schief läuft, habe ich ja gesagt, ne? Ach, das waren die, die in der Luft hier sind. Also, was heißt in der Luft? Aber die, an die ich nicht rankomme. Weißt du? Könnte hier? Nee. Könnte hier? Weiß ich nicht, ob da dann was... Ach, wir probieren es gar nicht erst. Ich habe nur zwei Bomben. Muss jetzt nicht riskiert hier werden. Oh, cool. Das gibt mir hoffentlich meine Schlüssel zurück. Ja, perfekt. Jetzt schon ein Gewinn. Ja, perfekt. Der Raum ist jetzt schon ein Gewinn. Mag den Raum. Der Raum ist gut. So, ja dann Abflug, ne? Haben wir alles gemacht. 67,5% Satan-Deal-Chance und ordentlich viel Kohle dabei. Ich würde sagen, das klingt ganz nett. Schön ist jetzt auch wieder hier, wir haben jetzt ja den Schildeffekt noch zusätzlich am Start. Da ist mein Deal, da gibt es noch mehr Schlüssel. So, was haben wir denn Hübsches? Okay, wir haben Brimstone. Was macht Brimstone plus Sacred Heart? Kann man das hier anzeigen lassen? Ja, kann man anzeigen lassen. Also erst Sacred Heart und dann Brimstone. Sacred Heart will increase the damage of Brimstone by a lot and also increase the charge time slightly. Increase the charge time. The Brimstone Laser also retains the homing effect from Sacred Heart, causing it to bend towards any enemies near its normal path. Ich frag mich halt gerade wirklich, ob das jetzt besser ist für mich, weil ich die einzelnen Tränen, dadurch, dass ich halt drei habe sogar, ne? Dadurch, dass ich halt drei Tränen... Ach so! Aber drei Tränen machen ja dann auch einen dreifachen Brimstone. Und ist es da nicht sogar ein dreifacher Zielsuch-Brimstone? Das klingt schon gut. Okay, was ist denn das andere Item? Lass mich nochmal kurz nach dem anderen Item gucken.
Das ist Oculus Rift, Ocular Rift. Fired tears have a chance to summon a rift when they land on the ground. The spawned rift sucks in enemies, projectiles and pickups and deals damage to enemies caught inside for 2 seconds. A chance to fire the rift can improve bla bla bla. Size of the rift scales with your tier damage. Okay. Ich würde das Brimstone gerne ausprobieren, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Brimstone jetzt so ein problematisches Ding ist. Ja, komm her damit. Yo. Oh, und vor allem durch den Ding, genau. Ja, geile Sache. Passt. Passt definitiv. Okay. Dann weiter im Programm. Sehr schöne Geschichte bisher, was wir hier tun. Trinket habe ich dabei. Gucken wir, was passiert. Okay, ich kann direkt ins blaue Portal. Ah ja. Aber wo komme ich denn dann jetzt eigentlich hier raus, wenn ich das verlasse? Achso, wahrscheinlich einfach in dem Raum, wo ich halt rausgekommen wäre. Ja, der Dice-Raum ist jetzt nicht gerade das, was ich suche. Ach so. Will ich jetzt den Schild-Effekt oder den Poop-Effekt? Poop ist cool, aber Schild ist halt trotzdem noch eine Sicherheit. Und ich habe halt sofort Schild, weil ich meistens sofort Gegner erledige. Ich gehe in den Raum, ich schieße das Ding ab, ich habe sofort einen Schild-Effekt. Das ist schon mir lieber als der Poop. Aber den Poop kann ich dann beim Boss ablegen. So, machen wir's. Oh, ich setze gerade meine Münze gar nicht ein. Habe ich auch festgestellt. Das war natürlich doof. Ah, ich kann jetzt hier einfach durchlaufen, ne? Ey, das ist schon insane. Der Raum hier ist auch offen, haben wir gesehen. Jop, da gehen wir durch. Dauert halt ein bisschen, den aufzuladen. Aber dafür... Dafür legt er dann schon ganz gut los. Ne? Ich habe ein bisschen Angst vor einer HP-Down-Pille. I'm excited. Okay. Aber ich probiere trotzdem Pillen aus, weil ich's halt, weil halt ich immer noch ich bin. Wow! Wir haben leider nicht genug Geld. Wir haben leider nicht genug Geld. Was ist das für eine Pflanze? Was ist das für ein Pflanzen-Item? Was ist das? Wo finde ich das? Wo gibt's das? Ich tippe mal Devil ein. Das neu? Nee. Wenn ich Devil eintippe, taucht das nicht auf. Wahrscheinlich bin ich aber auch einfach nur blind. Nee, also... Über Devil taucht es nicht auf. Das scheint... Nicht alles, was im Devil-Deal ist, scheint... so aufzutauchen. Was ist das? Das ist auf jeden Fall kein Repentance. Kein Rebirth. Vielleicht Afterbirth. Ich sehe das nicht. Ich muss es mir gleich nochmal angucken. Ich sehe es literally nicht. Das sah aus wie so eine Pflanze. Ich guck's mir nochmal genauer an. Ich habe ja Zeit. Moment. Also, nochmal genauer hingucken. Ach doch, das ist dieser Babybell. Ups.
Ich hab's falsch gesehen. Ich hab's falsch gesehen. Ich hab's falsch gesehen. Das habe ich schon gesehen, als ein Devil aufgetaucht ist. Ja, das ist dieses. Das ist Eye of. Ah, das ist Eye of Belial. Causes your tears to become piercing, allowing them to travel through enemies. Plus 0,38 range up. After hitting the first enemy, each tear will double in damage and gain a homing effect. Ach so, ja, aber es ist ja Quatsch. Ich hab das. Nee, ist ja Blödsinn. Nee, ist ja kompletter Blödsinn. Sorry. Bin schon wieder dumm. Ist ja kompletter Quatsch. Mich interessiert jetzt kurz, was Brimstone plus die Sensen macht. Ah, cause it to charge a bit slower, aber mehr Damage. Es lädt ja schon recht langsam auf. Das müssen wir eigentlich nicht unbedingt riskieren. Das müssen wir eigentlich nicht unbedingt riskieren. Dann würde ich hiervon nachher nichts nehmen. Also ich gehe halt davon aus, dass wir nachher eh den Satan-Deal nochmal bekommen. Jetzt kann ich mir eh nichts kaufen. Aber dann würde ich den hier einfach auslassen und hier nichts nehmen. Na, jetzt gerade konnte ich mir eh nichts leisten. Oh, lol. Oha, was ist das denn? Der Raum kann mal seinen Kram behalten. Yo. 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 Okay, ich habe Hermit, von daher mir kann eigentlich nichts passieren. Gehen wir rein. Okay. Wir gucken gleich mal, ob ich die Münze wieder bekommen hätte. Nein, hätte ich nicht. Haben wir Geld rumfliegen? Ja, da oben haben wir Geld rum. Wir gehen über Hermit zurück. Wir gehen über Hermit zurück. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Wir gehen über Hermit zurück. Und wahrscheinlich in den Kampf rein. Ich hab's mir fast gedacht. Es war an der Zeit. Es war einfach an der Zeit. Oh, cool. Das ist in Ordnung. Es war einfach an der Zeit. Wir haben immer noch kein Planetarium. Wir haben so viele Itemräume nachher noch zum Ablaufen und sind jetzt schon krass OP unterwegs. Wow. Oh ja, ich darf einfach durchlaufen. Mein Gott! Wie ich immer Panik schiebe, ne? Wie ich immer Panik schiebe bei sowas. Völlig grundlos. So, ja, hier waren wir schon drin. Da liegt jetzt Geld. Da ist der andere. Mit Spinnen, ist okay. Ach, der ist irrelevant. Und das war dann dieser Raum. Okay. Ja, dann haben wir nichts weiter zu tun. Sammeln wir unser Geld ein. Machen den Boss und dann müssen wir dran denken. Ach so, mir kann das. Mir können die ja eh nichts, die Stacheln. Mein Gott, ich. Sowas realisiere ich immer gar nicht an dem Moment. Aber ich würde wirklich sagen, wir sollten nicht. Wir sollten nicht noch mehr Dings machen. Weißt du? Weißt schon, was ich meine. Wir sollten nicht noch mehr. Ah, das liegt gefährlich. Das lassen wir. Das lassen wir. Nachher schießt mich das Feuer ab und dann ist es eh. Dann ist es eh dumm. So. Also wir können uns die Sensen holen. Dann haben wir mehr Damage.
Aber laden halt langsamer auf. Weiß nicht, ob ich das will. Wie viel langsamer wird's denn? Ich meine, ich kann ja eigentlich vor dem Raum aufladen. Dann gehe ich in den Raum rein, schieße und alles ist easy. Ja, ich würde schon... Ich glaube, wir kaufen uns Lizenzen, oder? Würdet ihr euch Lizenzen kaufen? Ihr seid doch nicht so Schisser wie ich. Ihr würdet euch definitiv Lizenzen kaufen. Ja, ich meine, wir killen halt alles instant. Ja, da ist er wieder. Wir killen halt alles instant. Ihr würdet euch Lizenzen kaufen und ich kaufe mir die jetzt auch. Da bin ich überzeugt von. Dass ihr das tun werdet. Jetzt lege ich erstmal kurz mein Trinket ab, dass ich das nicht vergesse. Ganz wichtige Geschichte. So, jetzt gucken wir mal, wie viel schwächer das jetzt ist. Ja, komm, das ist jetzt auch nicht so lange zum Aufladen. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch voll okay. So, Trinket liegt. Ich weiß, ich könnte mit dem goldenen Schlüssel umsonst in den Dice rum, aber ich habe so einen Schiss, da drauf zu laufen auf den Teppich. Ihr wisst gar nicht, wie schnell das geht bei mir. Doch, ihr wisst ja schon. Okay. Poolkarte holen und dann ab zu Mom. Ganz wichtig. Bitte kein blöder Fluch oder so. Okay, cool. Alles in Ordnung. So. Aber das meine ich. So, wir laden uns halt schnell auf und da ist endlich mein Planetarium. Ja, lol. Ja, gut. Ich meine, cool ist, Moon ist cool, ne? Vor allem, weil es Tears-Ups bedeutet. Aber, ja. Kommt jetzt nochmal der Lichtstrahl? Weil jetzt wir... Oh, das ist frech. Jetzt ist es hier kein Lichtstrahl mehr, weil wir den Raum schon hatten. Ach, das ist frech. Na gut, meinetwegen. Dann nehme ich das so hin. So. Aber wir müssen einfach nur, alles was wir tun müssen, ist einfach nur den Totenkopf finden mit den Münzen. Mit dem Kreuzchen. Gut. Wir sind ready. Wir sind ready for Mom. Oha. Ich habe keine Ahnung, wo ich reingelaufen bin. Aber irgendwo wurde ich wohl getroffen. So, und jetzt kann man auch die Itemräume ablaufen. Ein Yamhart. Das wird mir jetzt was bringen. Oder, also heilt mich das? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass mich das heilt. Vor allem, es sind ja halt 4 Aufladungen, das ist halt Quatsch. Ist dann zwar eine sichere Heilung, aber ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich würde es gern austesten, ob das heilt oder nicht. Nee, wir testen es nicht aus. Hui! Pin wollte auch nochmal Hallo sagen. Hallo, Pin. Na du? Oh, shit. Naja, gut. Ist es, wie es ist. So, hier noch einen Geheimraum holen. Für die Tears-Up-Geschichte. Ein Batterie-Item wäre gar nicht so dumm, aber das Problem ist, er braucht halt schon echt viele Münzen. Ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt so sinnig ist. Da das Geld auszugeben. Nee, das erscheint mir jetzt nicht wirklich sinnig. Wir sprengen den einfach gleich in die Luft. So, um die Chance für den Deal zu erhöhen. Dann holen wir uns Geld.
machen die Ebene fertig. Sonst sprengen. Da ist mein Shop. Können wir auf jeden Fall auch reingehen. Nichts Spannendes. Wobei, lass mich nochmal ganz kurz nachlesen. Ich habe, glaube ich, das eine Mal diesen Fächer falsch interpretiert. Der macht der nur diesen Vorschau-Effekt? Oder kann der mittlerweile... Kann der... Was heißt mittlerweile? Oder kann der mehr? Also den Vorschau-Effekt habe ich verstanden, dass er praktisch zeigt, was in der nächsten Ebene los ist. Und das ist aber für uns jetzt echt irrelevant. Aber wenn der mehr kann... Ich lese nochmal kurz durch. Die Frage ist, wo ist er? Ich glaube, der war ein Afterbirth Plus Item. Blöd, dass ich ihn da nicht sehe. Dann war er wohl kein Afterbirth Plus Item. Dann war er wohl doch ein Repentance. Ach ja, Repentance. Gives plus one soul hat, when starting each new floor after picking this up. Heißt das, ich krieg Fliegen, wenn ich das... Also... Heißt das, ich krieg Fliegen? Aber ich meine ganz ehrlich, für... Nee. Das scheint mir jetzt nicht so effizient. Oha. Och nee, eine Arcade? Ernsthaft? Noch so eine. Nee. Nee, ich spreng euch zwei Kollegen kurz. Ah, shit. Dann halt so. Ja, perfekt. Krieg sogar meine Bombe zurück. Dann kann ich es auch noch sprengen. Geld ist viel wichtiger. Hua! Alter, die Creep-Dinger liegen echt fies. Die Creep-Dinger liegen echt fies in dem Raum. Wollte ich nur mal gerade gesagt haben. So, da haben wir noch einen Raum. Shit, das war dumm. Ich hätte den erst später... Ja. Dann hätte ich nämlich hier... ja, egal. Jetzt gehen wir nicht mehr. Jetzt gehen wir nicht in den Stachelraum. Aber wirklich nicht. Jetzt gehen wir wirklich nicht mehr in den Stachelraum. Das Ding ist, es gibt noch einen Geheimraum. Den haben wir durch Moon freigeschaltet, den zweiten Geheimraum. Der könnte dann... Ja, ja. Und die letzte Frage wäre... Ja, der könnte sehr gut hier sein. Schade. Ja, er hat noch mehr Möglichkeiten, ich weiß schon. Na komm, wir gehen zum Marm jetzt, das passt schon. Ich werde jetzt schon nicht meine zwei Münzen da verlieren. Dass ich keine Aufladung mehr habe, ist schon wieder dumm. Komm, wir gehen noch in den letzten Geheimraum. Doch, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Kann eigentlich hier... Werde ich wieder gleich gehasst, weil ich hier eine Bombe lege. Gehasst, sage ich ja. Sorry. Hier ja. Ja, okay, okay, okay. Dann ist er hier. Ach, dann halt nicht. Da habe ich genug Bomben verschwendet, ganz ehrlich. Passt schon. Passt schon. Weiter geht's.
Moin. Oh, die blaue. Oh, wow. Oh, wow. Das ging fixi. Fixi Foxy ging das. Okay, ja, es ist egal, was wir mitnehmen. So, was haben wir jetzt hier Hübsches noch? Money equals power. Money equals power oder Little Delirium? So viel Geld geben wir nicht mehr aus, ne? Ich denke, Money equals power ist schon sinnvoll. Kann ich überhaupt noch mehr Damage bekommen? Ich denke, ich hoffe mal. Nicht, dass ich das jetzt kaufe und es ist einfach Schwachsinn. Ja, Damage geht auf jeden Fall hoch. Perfekt. So. Wait, ich kann ja beides kaufen. Ich kann ja beides kaufen. Insane. Hat jetzt zwar natürlich meinen Money wieder runtergeschraubt, habe ich, ist mir klar, ne? Ist mir bewusst. Also ja, wurscht. Ist ja absolut wurscht. Sehr gut. Dann Abflug. Ne? Wir haben alles getan, was wir tun wollten. Trinket liegt auf. Devs 1 rum. Wir können direkt in den Itemraum. Abflug in den Itemraum. Ach so. Ja. Das zweite Item sehen wir ja erst, wenn wir durch sind. Dann nehmen wir das auch erst, wenn wir durch sind. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gleich die Münze gesetzt habe. Das war natürlich wieder Schwachsinn. Aber ist nicht weiter schlimm, also. Ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie einen Nachteil großartig hätten. So, die Münze lassen wir jetzt aber wieder liegen. Ein Geheimraum wird uns angezeigt. Wegen Luna. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, das machen wir einfach von der Seite. Da machen wir keine langen Faxen. Gehe ich jetzt auch gar nicht darüber. Die Karte da kann liegen bleiben. Bin ich ganz ehrlich. Ich setze meine Münze viel zu selten ein. Da liegt dann gar nichts rum. So, hier ist der Geheimraum. Bitte kein Kampf. Yo! Hallo? Nice. Okay, folgendes. Es liegen ja jetzt schon genug Münzen rum, aber wir warten noch ein bisschen ab. Aber dein Gen machen wir auf jeden Fall natürlich durch den Kollegen. Ganz klar. Ganz klar, den Kollegen machen wir durch. Ja, läuft. Nur, dass ich halt keine Münzen gerade droppe, aber gut, das ist okay. Man kann ja nicht alles haben. Dass ich gerade so gar keine Münzen droppe, ist schon ärgerlich. Jetzt haben wir mal wieder ein. Oh, nice! Gut. Damit ist es dann auch besiegelt, dass wir den Typen machen. Ich weiß, jetzt mache ich wieder, verliere ich erstmal wieder Geld, ne? Wegen Money ist gleich Power. Ist dumm.
Aber ist ja wurscht. Passt schon. Wo ist er denn? Da ist er. Eins. Zwei. Muss halt immer wieder loslaufen. Es hilft halt leider nicht. Huch, wollte ich nicht. Er will noch nicht. Er will noch nicht. Okay. Ach, die liegen hier alle verstreut. Ach, das ist doch frech. Ah, hier liegt nur eine. Okay, eine gezielte Bombe dürfte mir aber beide holen, oder? Stimmt, und dadurch, dass ich es immer wieder einsammle, nachdem ich getroffen wurde, ist es ja auch gar kein Money ist gleich Powerverlust. Krieg einfach nur nicht die Power dazu. Okay, was bist du? Das gucken wir erst nach. Habe ich bestimmt schon mal gesehen. Kommt mir auch bekannt vor. Muss trotzdem gucken. Bevor ich Müll einsammle. Also, da ist es. Empty Heart. Upon entering each new floor, if you have one red heart or less, another one is added. This effect works while moving up floors in the backwards path. This item has no effect for characters with non-red half, for zum Beispiel Keeper and the Forgotten. Also kann ich es einfach einsammeln. Bringt mir nichts, aber ich kann es einfach einsammeln. Okay, cool. Oder ich warte, bis ich ein Item bekomme, was rerollt. Lul. Nee, wir nehmen es einfach mit und dann ist auch egal. Okay. Dann holen wir uns da oben jetzt unser Zeug zurück. Und dann laufen wir noch den Rest ab und gucken noch in den Shop rein. Weil Shop muss noch sein. Aber alles andere ist dann okay. Ne? Was ist hier mit der Bombe? Ach, die war in der Luft. Also nicht in der Luft, aber nicht erreichbar. Okay, dann gehen wir hier noch durch. Das war der Raum. Hä, haben wir keinen Shop auf der Ebene? Ach, da unten geht's auch noch weiter. Hier unten geht's auch noch weiter. Da habe ich wieder Frühzeit. Nee, passt schon, passt schon. War ein Raum. War ein. Oh, okay. Ja, kann eigentlich nichts schief gehen mit der Blankrune. Okay, war jetzt Ansus. Oder. Nee, nicht Ansus, es war Schild. Irgendwas mit Schild. Keine Ahnung, welche das ist, aber es war halt Schild. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay. Okay. Absolutes Muss. Ich werde getroffen. Ich kann aufladen. Absolutes Muss. Geht natürlich jetzt erstmal wieder mein Ding runter. Aber absolutes Muss. Für den absoluten Notfall. Für den absoluten Notfall habe ich jetzt die perfekte Münze dabei. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt alles. Abflug. Abflug ganz fix nach oben. Wir sind schon wieder bei 1 Stunde 53. Scheißdreck, echt. Weil der erste... Also, eigentlich kann man den Part erst so ab einer Stunde gucken. Eigentlich reicht es, den Part ab einer Stunde zu gucken. Das ist schon wieder so eine XXL-Folge. Einfach aus Gründen. So. Moin, Dead's Note. Moin, moin. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone?
Ganz schnell diese Dinger da wegmachen. Okay, und jetzt sehen wir dann natürlich... Ja, zu langsam. Ja, ja, ich kann mich jetzt in den Itemraum porten. Das ist cool. Cooles Portal, auf jeden Fall. So, jetzt sehen wir das zweite Item. Okay. Das sorgt doch, dass Soul Huts kommen oder so, ne? Also, es würde mir jetzt, glaube ich, nichts bringen. Lass mich ganz kurz nachgucken. Ich weiß, es nervt. Gives a 33% Chance of converting Red Heart Drops into Soul Hearts. Ah, warte, ist das der One, wo ich die Bibel eingesammelt habe? Habe ich schon irgendein Seraphim-Item eingesammelt? Okay, was ist denn alles die Seraphim-Transformation? Weil das sorgt auch für Seraphim. Habe ich schon Seraphim-Item eingesammelt, irgendeins? Ja, das Sacred Heart habe ich eingesammelt. Das wäre jetzt also mein zweites Seraphim-Item. Dann würde ich in der Richtung sagen, wir nehmen Mithril mit, auch wenn es... Ich meine, das Ding hier nützt mir halt auch jetzt nicht so mega viel, ne? Dann nehme ich das mit wegen Seraphim-Transformation. Vielleicht lernen wir ja noch fliegen. Ich denke, das ist okay. So. Ich muss nur dran denken, den Crack Key mitzunehmen, wo er dann eben dran kommt. Aber jetzt geht's. Sollten wir wirklich mega... Ah, ich habe die Münze vergessen. Scheiße. Jetzt sollten wir möglichst schnell nach oben kommen. Auf Devs 1 in dem Bossraum liegt der Key. Ich glaube, hier waren wir schon im Geheimraum, im Dingsraum drin. Ach ja, da war das dieses Ding. Brauche ich nicht. Dann einfach jetzt bis zum Lichtstrahl und ab dafür. Oder hier noch. Hier noch Dinge mitnehmen. Natürlich, warum nicht? Mehr Damage. Okay, ja, wir kommen wieder zum Boss zurück. Das ist ein cooler Port. Alles klar. So, da ist mein Crack Key. Ab jetzt nicht mehr versehentlich an einer Wand Q drücken. Alles andere kann man mal drücken. Aber nicht Dings. Und jetzt ist jeder Itemraum... Jetzt ist jeder Itemraum, der kommt... Ja, das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Jeder Itemraum, der kommt, ist noch einer, den ich besuchen kann. Oh mein Gott, ey. Es kann ja nur besser werden. Ich hab so Angst, dass ich versehentlich mal Q anstatt Space drücke. Aber solange ich das nicht an der Wand mache, passiert ja eigentlich nichts mit dem Crack Key. Was ja gut ist. Ja, ich hab's gleich eingesammelt, das wollte ich nicht. Ah! Hilfe! So, Itemraum. Ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt auf Brimstone auswirkt. Wahrscheinlich gar nicht. Tschüss. Oh, lol. Nein. Nope. Nope. Nope, 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 nope. Abflug. Ja, Abflug. Tschüss. Wiedersehen. War nett mit euch. Da ist mein Itemraum. Ich setze es immer viel zu spät ein, weil der Gegner so schnell kaputt geht. Das ist die Waage, ne? Das ist die Waage. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so gut, weil... Ich weiß nicht. Ich könnte halt eine schnellere Tiersrate zwar bekommen, aber der Damage geht halt runter. Weil, ne, Damage ist bei 22,09. Wenn der jetzt meine Sachen ausgleicht,
Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich würde es lieber lassen. Ich will den Damage nicht riskieren. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde den Damage nicht riskieren. Wieso sammle ich die Münze ein? Ich brauche die doch, wenn ich getroffen werden sollte. Hm. Ja, sowas zum Beispiel, ne? Wir haben ja Tiers abpillen. Die setze ich natürlich sofort ein. Aber Pillen, die ich nicht kenne, setze ich jetzt nicht mehr ein. Will keinen HP-Down riskieren. Und jetzt werde ich schon wieder schimpfen von wegen... Lasst mich. Lasst mich. Wieso setze ich denn einfach... Oh mein Gott. Nein, wir müssen erst den Itemraum finden. Wobei, ich kann ja hier wieder in den Itemraum rein. Itemraum! Ist das Gravity Tears? Ist das Gravity Tears? Ja, ne? Ja, Anti-Gravity. Ja, ja, ja. Plus Tears ab. Ey, was macht das mit Brimstone? Kann ich auch nachgucken. Okay, lasst mich kurz nachgucken. Brimstone plus Anti-Gravity. Ach, das macht diesen Orb dann da draus. Brimstone Lasers will spawn as an orb of energy that expands and eventually releases a normal Brimstone Beam after a second or two. Nee. Nee, ich... Ja, das... Nee. Nee. Das lassen wir lieber. Das hatte ich... das ist... Nee. Das ist... ich würde es euch gern zeigen, wie es aussieht, aber... Das ist ungünstig. Ich glaube, das ist böse ungünstig. Ich bin echt unschlüssig, weil es halt ein starkes Tears-Up ist. Es ist halt ein starkes Tears-Up gleichzeitig. Sollen wir es ausprobieren? Ich bin echt unschlüssig. Komm, was kann schon schief gehen? Der Homing-Effekt müsste ja bleiben. Insofern, wenn ich dadurch einfach öfter das aufladen kann. Ich glaube, es wird cool. Bäm. Ja, guckt euch das an. Das ist schon cool. Hui. Hui. Das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus, ganz ehrlich. Okay. Haben wir den Lichtstrahl schon gehabt? Ja, hatten wir, ne? Genau, hier ist er. Hier ist er. Okay, cool. Weiter geht's. Haben alles, ne? Crack Key haben wir, Dings haben wir noch dabei. Okay, alles cool. Alles cool. Wir sind schon oben. Zwei Itemräume noch. Ach, hier ist er ja schon. Klaus mir meine Münze, die ich nicht mehr einsetze, weil ich doof bin. Ja, das HP-Up nützt mir nichts, aber hey. Einfach aufräumen. Ich habe schon wieder die Münzen nicht eingesammelt. Das ist auch wieder dumm, was ich da mache. Ne? Zack.
Ah, cool. Das ist ein Aufladeschlüssel. Das heißt, ich kann das so machen. Okay, hier ist der Lichtstrahl. Yes. Ach, gleich weiter, gleich weiter. Ich habe keine Lust mehr. Abflug. Abflug. Will endlich Tainted Keeper haben. Und wir holen uns jetzt Tainted Keeper. Da spricht gar nichts mehr dagegen. So. Und der Lichtschild, der Schild, der um mich rum ist, macht halt den Rest. Das ist das Praktische. Nein, ich traue mich nicht. Wir lassen die Pillen, die schönen Pillen sein. Da ist der Itemraum. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Dings mich jetzt trotzdem erledigt. Dogma, wir werden sehen. Ihr wisst vor... Ja, naja. Was soll's. Ihr wisst, vor Dogma habe ich einfach bösen Respekt. Das ist einfach so. Das bleibt auch immer so. Ich will jetzt halt nur schnell den Lichtstrahl finden. Das ist auch nicht der Lichtstrahl. Nee, machen wir jetzt nicht, weil... Liegt auf der Hand. Ich will mein Geld ja behalten. Wüsste nicht, was jetzt hier effektiv sein soll, da mit dem Kollegen zu spielen. Deswegen. Sorry, Dude. Du sprengst jetzt leider in die Luft. Wo ist jetzt der Lichtstrahl? Ah, ist er. Okay. Geld sammeln und Abflug. Wir haben Tainted Keeper. Nach 2 Stunden. Ich hätte den Part ein bisschen, ne? Sorry. Sorry, ich hätte das aufteilen sollen. Aber es ist zu spät. It's too late. Es ist mal wieder eine dieser XXL-Folgen. Aber im Grunde können wir die wirklich bei einer Stunde erst anfangen zu gucken. So. Und das war's. Nice. Bin echt gespannt, wie der Kampf jetzt läuft. Also... Nee, das erscheint mir jetzt nicht so sinnvoll. Ne, weil, also kampftechnisch... ja. Keeper! Und damit fehlt nur noch Lost. Es fehlt nur noch Lost. Das muss man sich mal vorstellen. Ey, ich habe zwei Lockets. Zwei Lockets, sag ich schon. Zwei Tankets. Okay. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier laufen wird. Weil ich meine, ich habe schon... Also, es ist immer noch Dogma. Bitte erwartet nicht, dass ich jetzt hier sofort Dogma besiege. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ja, da geht schon los. Ich wollte die Münze noch einsammeln. Das ging viel zu schnell. Ich kann nicht so schnell reagieren. Oh, ich kann nicht so schnell reagieren. Ah! Dogma, please! Oh Gott, ihr hasst mich jetzt schon wieder. Oh nein! Oh nein! Oh. Jetzt kommt der... Oh no! No! Guckt euch, wie viel ich ihm abgezogen habe mit einem einzigen Schuss. Das wäre so gut gelaufen. Oh, Mann. Oh, das darf man nicht versauen. Ach, das darf nicht wahr sein. Egal, wir haben Keeper, das reicht mir. Es muss mir reichen. Es ist Fakt, dass es jetzt schief gelaufen ist. Ach, man muss es akzeptieren.
Auch wenn es... Ach, ist das dumm. Och Gott, ist das dumm. Was soll's. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.